Da. Ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos machen, wie man mit geringerem Zeitinvestment Muskelaufbauerfolge erzielen kann. Hallo und herzlich willkommen back to Economic Training bei Stefan Deininger. Ich bin wieder da. Ich werde jetzt wieder ganz sicher, habe ich mir zumindest vorgenommen, regelmäßig Videos machen, wie man mit geringem Zeitinvestment Muskelaufbauerfolge erzielen kann. Etwa zweimal Ganzkörper 60 Minuten, das heißt ein Ganzkörpertraining, und nach einem Tag Training sollte man etwa 2 bis 3 Tage Pause machen, beziehungsweise einfach 2 Mal pro Woche. Und wenn man das Ganze richtig anstellt, reichen wirklich etwa 30 Minuten Zeitdauer aus für ein Ganzkörpertraining. Und das möchte ich euch zeigen in den nächsten Videos, wie ihr das im Studio oder zu Hause mit wenig Equipment bzw. mit Kurzhanteln durchführen könnt. Falls ihr wirklich Interesse habt, Zeit sparen, Muskelaufbauerfolge zu erzielen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, also zeitsparendes Krafttraining. Darum geht es in erster Linie, aber natürlich mit dem Ziel, Muskelaufbau zu erzielen, gesünder und fitter zu sein, dass es dir gut geht, dass du das Leben genießen kannst, dass du einfach Zeit hast für viele andere Dinge im Leben. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, was für die Mehrzahl wahrscheinlich nicht uninteressant ist: Fettabbau. Auch ich bin jetzt momentan nicht mehr so gut in Form. Ich habe mich ja auch länger nicht gemeldet. Hat diverse verschiedene Gründe gehabt. Da werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video mal drauf eingehen. Aber mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und jetzt starte ich wieder durch. Ich werde, wie gesagt, regelmäßig Videos bringen. Und wünsche dir jetzt schon mal vorab viel Spaß beim Video. So ein spezifisches Warm-up gibt es prinzipiell nicht. Ich beginne also gleich mit dem Arbeitssatz. Wobei auch das Ziel ist, mit recht geringen Gewichten zu arbeiten. Punkt 1 ist die Time and Attention etwas länger wie bei den meisten. Heißt so 50 bis 70 Sekunden pro Satz. Manchmal sogar höher. Und die Ausführung ist eben sehr langsam und bedingt dadurch benötigt man eben nicht viel Trainingsgewicht, was ja eben auch sehr viele Vorteile hat. Weiter geht es, paar Voice-Over, hier mein Ganzkörpertraining vom 19.12. Einsatz für die Brustmuskulatur, Kurzhantelbankdrücken mit Slow Reps, mit sehr langsamer Ausführung. Nur ein Satz pro Übung. Es werden jeweils so viele Wiederholungen ausgeführt, wie es bei korrekter Form möglich ist. Damit das Video jetzt nicht allzu lange dauert, werde ich bei den nächsten beiden Übungen jeweils nur die erste Wiederholung zeigen. Die zweite Übung, Einsatz Kurzhantelrudern in Bauchlage auf der Schrägbank für den großen Rückenmuskel. Dann auch noch etwas Bizeps und Unterarme. Als dritte Übung habe ich für Beine und Gesäß die Pistol Box Squats ausgewählt. Alternativ könnte man auch zum Beispiel Ausfallschrittvariante oder eine Bulgarian Split Variante wählen. Und anhand der nächsten Übung, der Liegestütz, möchte ich jetzt mal etwas detaillierter beschreiben, wie insbesondere bei fortgeschrittenen Profis ein Trainingssatz im Economic Training Style aussehen sollte. Beim Economic Training kommt es auf die sehr langsame Ausführung einer jeden Wiederholung an. Abwärts senken 4 Sekunden, 1 Sekunde halten und die konzentrische Phase, das Hochdrücken ebenfalls, soll in 4 Sekunden erfolgen, wieder 1 Sekunde halten und dann beginnt man mit der nächsten Wiederholung. Und jede Wiederholung soll also so ausgeführt werden mit dieser Kadenz von 4-1-4-1, also 10
Sekunden wirklich pro Wiederholung, möglichst von der ersten bis zur letzten Wiederholung, sollte man das Ganze so ausführen. Die Ausführung erfolgt etwa bis zum Koordinationsmuskelversagen, also so lange machst du diesen einen Satz, bis du bei korrekter Form nicht mehr weitermachen kannst. Und dann hast du dein Soll erfüllt. Diese Art der Ausführung ist sehr anstrengend. Die Muskelnervverbindung wird dadurch wirklich mit der Zeit vor allem extrem verbessert. Das heißt, du kannst die Muskulatur besser isolieren, weil du sie auch besser spürst. Die Satzzeit, die sogenannte Time Under Tension, ist im Allgemeinen beim Economic Training deutlich länger wie beim regulären Training, wo die meisten Sätze so etwa 20, 25 Sekunden andauern. Hier hat man also eine Time Under Tension von 50 bis 70 Sekunden etwa pro Satz und das erfordert eben einen sehr, sehr starken Fokus, eine sehr gute Konzentration und Willenskraft und jetzt eben bis nichts mehr geht und fortgeschrittene Profis können eben Pausensätze zum Beispiel machen, das heißt man macht eine kurze Pause von etwa 10 Sekunden, vielleicht 15 Sekunden und versucht dann nochmal ein oder zwei Wiederholungen herauszuquetschen, um die Intensität eben nochmals deutlich zu erhöhen. Und ich kann dir sagen, das haut wirklich extrem gut rein. Das ist sehr effektiv und sehr produktiv. Bitte mal, sofern du fortgeschrittener Profi bist, das Ganze mal austesten und mach von vornherein nur einen Satz. Weniger ist mehr, also die Intensität zählt, die Konzentration auf jeden einzelnen Satz, jede Wiederholung ist ausschlaggebend und wirklich dann versuchen bis zum geht nicht mehr zu machen, aber natürlich immer bei korrekter Technik. Und hier führe ich jetzt noch einen weiteren Pausensatz aus, also Profis können das durchaus ein bis zweimal pro Satz machen, ich zähle das aber insgesamt als einen Satz, man ist ja auch recht schnell fertig, also nochmal bis zum geht nicht mehr ausführen, bis wirklich nichts mehr geht, das schmerzt extrem, aber eben mit dem Wissen im Hintergrund, nur einen Satz kann man das beim Economic Training wirklich sehr gut durchführen. Jetzt kommt mit größter Kraftanstrengung die allerletzte Wiederholung dieses Liegestützsatzes und so in etwa kann man beim Economic Training vorgehen. Die fünfte Übung, ein Satz Goblet Squats für Beine und Gesäßmuskulatur. Die sechste Übung war ein Satz Kurzhantelrudern, also eine weitere Übung für den großen Rückenmuskel. Für breite Schultern kommt dann ein Satz Seitheben. Dann eine ganz tolle Übung für den Bizeps. Konzentrationskurs. Die neunte Übung, ein Satz Kurzhantel French Press mit Kurzhanteln im Liegen. Die zehnte und letzte Übung, ein Satz einer Rückenhebevariante zur Kräftigung des unteren Rückens und der Beinrückseite. So meine Freunde, jetzt habe ich mein Ganzkörpertraining beendet. Das war wie immer fantastisch. Jetzt gibt es erstmal eine Dusche und danach gibt es etwas zu essen. Und ich hoffe, ihr konntet vom Video etwas mitnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt in jeglicher Hinsicht stark. Und vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und ich sage bis zum nächsten Mal.